Hi, hier ist Norman. Ich möchte euch zeigen, wie ich roten Reis ankeime und daraus einen leckeren Reistrink herstelle. Im Gegensatz zum weißen polierten Reis wurde der rote Vollkornreis nicht geschält und kann auch keimen, wenn er nicht erhitzt wurde. Als erstes müssen die Reiskörner sehr lange eingeweicht werden, also eine Keimdauer von über 12 Stunden ist angebracht. Damit die Reiskörner nicht einfach nur an der Oberfläche schwimmen, rühre ich noch einmal um. Hier habe ich jetzt schon Reiskörner über 12 Stunden eingeweicht und jetzt sind sie auch schon viel weicher und könnten auch so schon gekaut werden. Nach dem Einweichen fülle ich die Reiskörner in so ein Keimglas. Schon am nächsten Tag sind im Keimglas überall die ersten kleinen weißen Keimfortsätze erkennbar. Am nächsten Tag sind schon deutlichere Keimfortsätze erkennbar. Vereinzelt ist auch schon ein zweiter Ansatz für die Blätter erkennbar. So ein Keimglas ist ideal zum Ankeimen, aber es ist weniger geeignet für Sprossen mit einer langen Keimdauer. Wenn wir Grünkraut aus Reis herstellen wollen, dann ist eine Keimschale besser geeignet, da sich die Sprossen in einem Keimglas ansonsten nur verheddern und sich gegenseitig beim Keimen stören. Ich keime Reis meistens nur kurz an, da er bei einer längeren Keimdauer bitter schmeckt und wenn wir Grünkraut aus den Reiskörnern herstellen wollen, dann können wir nur das Grünkraut ernten, da der untere Teil aufgrund der Stärke sehr schnell schimmelt. Für größere Mengen verwende ich auch gerne ein Sieb. Das Sieb hat auch den Vorteil, dass die Sprossen optimal belüftet werden. Jedoch können sie auch schneller austrocknen und sollten daher häufiger durchgespült werden. Ich keime Reis meistens nur für 2 Tage an, da er bei einer längeren Keimdauer schnell bitter schmeckt. Anschließend können wir die Reiskeimlinge auch zu einem Reisdrink verwandeln, indem wir sie einfach in so einem Mixer mit viel Wasser vermixen und durch so eine Tasche geben. Wir können auch noch leckere Zutaten dazugeben, wie zum Beispiel eine Tonkabohne oder auch Zimt gibt noch einen leckeren Geschmack dazu. So sieht der sehr trockene Rest aus, den wir kompostieren können oder für Rohkostcracker noch verwenden können. Die Tasche kann dann normal in der Waschmaschine gereinigt werden. Ich verwende zum Reinigen meistens immer diese Waschnussschalen.